Let's just pray, have another word of prayer before we start. Bevor wir jetzt anfangen, wollen wir noch einmal ein Gebet sprechen. Okay, let's pray. Heavenly Father, again, we ask that you bless us. Himmlischer Vater, wir bitten dich noch einmal, dass du uns segnest. In Jesus' name we pray. Und wir beten das im Namen Jesu. Amen. Amen. Okay, I just want to say a quick word. Einfach nur ganz kurz sagen. That, you know, the way we study the Bible, dass die Art und Weise, wie wir die Bibel studieren, becomes a habit to us. Eine Gewohnheit wird für uns. And I know that for some of you, und ich weiß, dass einige von euch, what you're hearing today is, and you know, yesterday may be very new to you. Dass das, was ihr heute und vielleicht gestern gehört habt, etwas ganz Neues ist. But I want to suggest to you, aber ich möchte vorschlagen, that you have heard nothing new. Dass ihr hier wirklich nichts Neues gehört habt. Has anyone in here heard anything new? Hat jemand hier etwas ganz Neues gehört? A new teaching. Eine neue Lehre. No, you've just heard the same truth. Nein, ihr habt genau die gleichen Wahrheiten gehört. In a different light. Nur unter einem anderen Blickwinkel. Does that make sense? Macht das Sinn? Okay, so again, talking about the Kodak camera. Also wir sprechen noch einmal über diese Kodak Kamera. Don't be discouraged. Lasst euch nicht entmutigen. If you're only seeing the picture. Wenn ihr nur das Bild seht. After it's developed. Nachdem das Bild entwickelt wurde. The more you train your mind. Je mehr ihr euer Denken trainiert. With the guidance of the Holy Spirit. Unter der Leitung des Heiligen Geistes. To look for the patterns of God. Nach diesen Mustern Gottes Ausschau zu halten, you will soon be able to identify them, desto schneller werdet ihr in der Lage sein, diese Dinge wiederzuerkennen. On your own. Selbst, Amen. Allein. Amen. All right, so, we're going to try to cover in this next hour, I think that's how much time we have left. Haben wir jetzt eine so Stunde 12:30, oder wie lange? I think it is. We're going to try to cover the book of Exodus. Also wir werden jetzt versuchen, in der nächsten Stunde folgende Themen abzuhandeln. Das Buch 2. Mose. We're going to do Leviticus. Wir werden 3. Mose machen. We're going to do Judges. Wir werden Richter machen. And we're going to do 1st and maybe 2nd Samuel. Und 1. Samuel und vielleicht auch noch 2. Samuel. And if we have time, und wenn wir Zeit haben, we might do 1st and 2nd Kings. Können wir vielleicht auch noch 1. und 2. Könige machen. And 1st and 2nd Chronicles. Und 1. und 2. Chronik. So, also, we have to move quickly. Das heißt, wir müssen schnell vorangehen. All right, so. Also, let's start with the book of Exodus. Wir beginnen mit 2. Mose. All right, so let's go with this group right here, to a couple. We'll just do rows, okay, if that's okay with you. Wir machen jetzt einfach nur bestimmte Reihen. Exodus 1 through 4. Also hier 2. Mose 1 bis 4. Let's go with the middle rows right there. Und dann die Reihen in der Mitte. Exodus 6 through 12. Die Kapitel 6 bis 12. Back rows. Hintere Reihen. Exodus 14 to 20. Kapitel 14 bis 20. Let's go with the first half row, first half. Und hier haben wir die erste Hälfte auf dieser Seite. 24 to 33. Kapitel 24 bis 33. And the last half. Und die hintere Hälfte. 35 to 40. Kapitel 35 bis 40. All right. Getting anything yet? Ja, findet ihr was raus? Commission of Moses. The first miracle. Moses' first miracle. Okay, so you got it. Why did you leave out some chapters? These are shadows. Sind ja nur Schattenbilder. So you're not looking at exact. Every chapter is in the. Das heißt, man guckt nicht auf jedes Detail. Und nicht jedes Kapitel passt dann da rein. Es geht um das große Bild. Yeah. You have to find, as you look at the chapters, you have to find the groupings. You know, okay, what chapters go together. And you find a natural progression. You can do it in any book. And it's just amazing. But anyway, I'm not going to disturb any further. Go. Okay, are you guys ready? Also, seid ihr bereit?
Once again, if you don't get the whole thing, I'll help you through it. So let's just go ahead and see what we find in the book of Exodus. Also noch einmal, wenn ihr noch nicht wirklich zu einem Ergebnis gekommen seid, ich helfe euch. Wir wollen jetzt einfach die Kapitel mal durchgehen. All right. So can we have someone for Exodus 1 through 4? Also Kapitel 1 bis 4, haben wir da jemanden, der das vorträgt? Anyone? Irgendjemand? Did you guys find something or habt do you ihr think, etwas gefunden in dem Kapitel? Yeah, just. Also. Just come on. Komm einfach. Also wir sehen hier, dass Israel in Knechtschaft war. We can see that Israel is in slavery, mm-hmm. in captivity. Und dann wurde Mose, der Erretter, geboren. And then Moses, the Savior, was born. Dann wurde Mose berufen und war dabei in der Wüste. Mose was called and he was in the desert at that time. Und nach der Wüstenerfahrung ist er nach Ägypten gegangen. One second, before you're just doing what, that's good. But I just want you to cover 1 through 4. So, okay, keep going, you're right. So, after the desert experience, he went to Egypt. So, but you're only supposed to cover that's chapter good. 1 to yes, 4. That is good. Okay, one excellent. So, sehr gut. So, let's get your participation now. So, jetzt wollen wir eure Beteiligung. What is the parallel? Wo sehen wir hier die Parallele? Do you see the parallel? Könnt ihr die Parallele erkennen? Who is Moses a symbol of? Wofür steht Mose? Jesus. Moses was drawn out of water. Mose wird aus dem Wasser gezogen. Jesus comes out of water. Jesus kommt aus dem Wasser heraus. Where? At his, wo? Bei? At his baptism. Bei seiner Taufe. Moses goes into the wilderness. Mose geht in die Wüste. Just as Jesus genau, goes into the wilderness. Wie Jesus in die Wüste geht. And then Moses returns. Und dann kehrt Mose zurück. To deliver his people. Um sein Volk zu erretten. Jesus befreien. Returns Jesus kommt zurück to deliver his people. Aus der Wüste, um sein Volk zu befreien. All right, so far so good? So weit, so gut. All right, very good. Excellent. Sehr gut. Excellent. Sehr gut. Let's see. 6 through 12. Kapitel 6 bis 12. Yep, come on up. Now, before he speaks, I'm going to say something. Bevor er jetzt seinen Beitrag gibt, möchte ich etwas sagen. Once you understand how to look for patterns, wenn ihr einmal verstanden habt, wie man nach diesen Mustern Ausschau hält, you'll know what to focus on, dann wisst ihr, auf was ihr euch konzentrieren müsst, and what not to focus on, und was nebensächlich ist. Now this is going to be a typical example. Das wird jetzt ein typisches Beispiel sein. Because I think I know what he's about to say. Denn ich denke, ich weiß, was er jetzt sagen wird. And it's fine, but I. So go ahead and share. Also ist okay, aber fang einfach an. Sorry for the setup. No pressure. No pressure. Also fühl dich nicht unter Druck gesetzt. First we see a promise of deliverance in chapter 6. Als erstes sieht man die Verheißung der Befreiung. And God promises to deliver his people. Gott verheißt und verspricht, dass er sein Volk befreien wird. Pharaoh tries to prevent this as a cause of the hardening of his heart. Der Pharao verhärtet sein Herz und versucht es zu verhindern. Yeah, as a result of these, the plagues happen. Und als Folge dessen werden dann die Plagen ausgegossen. And at the end of that, we see the Passover. Und am Ende haben wir dann das Passafest. Where the Israelites are delivered out of Egypt. Und die Israeliten werden aus Ägypten befreit. Okay. So, what is Moses doing? Just pause right there, my friend. Also, what is Moses da? Doing? Was macht in Mose also da in diesen Kapiteln? Moses delivers the message to Pharaoh to let the people go, to let okay. Israel go. Mose übermittelt diese Botschaft an Pharao, dass er das Volk ziehen lassen soll. And what is he doing? What is the meat of these chapters? What's Und was Moses doing? Tut er? Warum geht es eigentlich? Was ist der Inhalt dieser Beschreibung dieser Kapitel? I guess being an interceder in some way. Say again. I guess being the middleman between God and Pharaoh. Okay. Also die Auseinandersetzung zwischen Gott und Pharao. Think about it. Denk mal drüber nach. You're a kid. Du bist ein Kind. Reading a child. Ein Kind. Reading these chapters. Und liest diese Kapitel. What jumps out to you? Was ist das, was dich da besonders anspringt? What is Moses doing? Was macht Mose? He's doing miracles. Er tut Wunder. Yeah. Ja? Pretty simple. Ziemlich einfach.
So, and here's why I said what I said before you came up. Und das ist jetzt der Grund, warum ich die Bemerkung gemacht habe, bevor du angefangen hast zu sprechen. Because you're looking at the plagues, right? Denn wir schauen uns zum Beispiel die Plagen an. And some of you are probably thinking plagues, okay. Und einige von euch denken Plagen. Jesus' birth. Geburt Jesu. He goes to deliver his people. Er kommt, um sein Volk zu befreien. And then plagues. Und warum dann Plagen? Jesus didn't do any plagues. Jesus hat doch nicht Plagen geschaffen. But we don't need to take it to plagues. Aber wir müssen nicht den Fokus auf Plagen richten. Moses simply performed. Sondern es geht ganz simpel einfach darum, dass Mose miracles Wunder getan hat. To deliver his people. Um sein Volk zu befreien. Got it? Verstanden? All right, so you can go ahead and say thank you. Okay, vielen Dank. All right. So what is the parallel? Wo sehen wir hier die Parallele? Jesus, drawn out of waters, wird aus dem Wasser gezogen, goes into the wilderness, geht in die Wüste, returns to deliver his people, kommt zurück, um sein Volk zu befreien, and then begins und beginnt dann to perform Wunder miracles, zu tun, to deliver his people, um sein Volk zu retten. You got that so far? Habt ihr das soweit verstanden? All right, very good. Now, what's next? Was kommt als nächstes? We have 14 to 20. Kapitel 14 bis 20. Who's got 14? Wer hat die Kapitel? Back row back there? Die hintere Reihe? Anyone 14 to 20? So, irgendjemand, der Kapitel 14 bis 20 vorstellt? Oh, I'm sorry. Oh, tut mir leid. How could I forget? Konnte ich das vergessen? Exodus 12 ends with what? Kapitel 12 endet mit was? Passover. Dem Passa. He said it, yeah. Jesus, drawn out of water, Jesus goes into the wilderness, Wasser gezogen, geht returns in die Wüste, to deliver kommt his people, zurück, um sein Volk zu befreien, begins to perform miracles, fängt an, Wunder zu tun, and then, und dann Passover. Das Passa. Jesus is what? Jesus wird was? His death. Gekreuzigt, sein Tod. Do you see that? Könnt ihr das erkennen? So watch this. From Exodus 1, also wir gucken jetzt mal von Exodus 2. Mose 1 bis zum Kapitel 12 covers the history, wird die Geschichte abgedeckt in shadow form, in Schattenform of Christ's birth, auf die Geburt Jesu, ministry, seinen Dienst and death, und seinen Tod. Anyone get German with me? Seid doch mal deutsch, so wie ich. All right. So you've got Passover, you've got birth, all the way to the death and resurrection of Jesus Christ. Amen? Wir haben also so far, so good. Geburt Jesu, sein Dienst, sein Tod, bis hin zum Passa. Also, so weit, so gut. So now we know that whatever comes after, wir wissen also, dass was auch immer jetzt danach kommt, must shadow, ein Schattenbild sein muss, chronologically, in chronologischer Art und Weise, after the death of Christ. Die Ereignisse, die nach dem Tod Jesu kommen. Macht das Sinn? All right, so 14 to 20, what do we have? Wir haben also jetzt Kapitel 14 bis 20. Also da hatten wir die Rettung Israels durchs Schilfsmeer. We have the Schilfmeer. Deliverance of Israel through the Red Sea. Red Sea. Pause. Kleine Pause. What is the Red Sea a symbol of? Wofür ist das Schilfmeer ein Symbol? Baptism. Für die Taufe. Was there a baptism? Gab es eine Taufe of the church der Gemeinde sometime after the death of Jesus, irgendwann nach dem Tod Jesu? Pentecost. Ja, Pfingsten. Are you guys getting the hang of this? Ja. Yeah? All right, go ahead, keep going. Weiter. Israel ist in der Wüste und murrt. Und was? Und murrt. Ah, oh, Israel's in the wilderness and Murmurs. Okay. So Israel's in the wilderness. They murmur. Very good. Also Israel befindet sich in der Wüste. Sie murren. Und dann kommt der Bundesschluss am Sinai, wo sie die 10 Gebote bekommen. And then there is the covenant at Sinai where they get the 10 commandments. Okay, very good. Thank you. So. Danke, vielen Dank. We have a couple of things happening from 14 to 20. Das heißt, es sind einige Ereignisse jetzt im Kapitel 14 bis 20. And the key point in 14 to 20, und der Schlüsselpunkt dort ist, is actually the organization of Israel as the people of God. Ist die Organisierung
der Israeliten als das Volk Gottes. In other words, this is the birth. Mit anderen Worten, das ist die Geburt of the church in the wilderness. Der Gemeinde in der Wüste. God calls them and says, "You are my royal treasure. I'm giving you my law. You are the nation I'm going to use to reach out to the world." Gott ruft, beruft sie und sagt, ihr seid mein königliches Geschlecht, ich gebe euch mein Gesetz, meinen Bund und ihr habt den Auftrag, dieses weiterzutragen an die Nationen der Welt. All right, what is the parallel? Wo sehen wir hier die Parallele? The Great Commission, der Missionsauftrag, and the New Testament Church. Und die neutestamentliche Gemeinde. Organized, die organisiert wird. Given the new covenant, der neue Bund wird ihnen gegeben. And ready to go forward into all the world. Und sie sind bereit, hinauszugehen in die gesamte Welt. All right, what comes next? Was kommt als nächstes? We have our 24 to 33. Wir haben jetzt die Kapitel 24 bis 32. 33. Who wants to share 24 to 33? Now. Wer macht das? Okay. Prepare to straighten your faces. Bereitet euch vor, jetzt die deutsche Begeisterung zu zeigen. Ja, es beginnt damit, dass das Volk Israel sammelt, um Gegenstände für das Heiligtum herstellen zu können. It starts with the Israelites collecting things in order to produce the sanctuary. Und dann werden einige Gegenstände erklärt, die im Heiligtum platziert werden. And some of the furniture that will be in the sanctuary is being explained. Das hohe priesterliche Gewand wird erklärt. The high priestly robe is being explained. Dann wird der Sabbat nochmal erhöht, besonders betont. The Sabbath is put on a pillar. It's emphasized. Und Moses bekommt die Gesetzestafeln. And Moses receives the tables of the law. Aber zu gleicher Zeit macht sich das Volk das goldene Kalb. But at the same time the people create this golden calf. Und danach gibt es eine Trennung in dem Volk. After that there is a separation taking place within the people. Es gibt die Trennung zwischen denen, die schlussendlich Gott und Mose nachfolgen, und denen, die immer noch dem Kalb anhängen. A division, a separation between those that follow God and Moses and those that cling to the calf. Hier heißt es, dass 3000 Mann umgebracht werden. And it's we're told that 3000 men are being slaughtered, killed. Aber das übrige Volk bereut wieder am Ende. And the rest of the people confess, have a conversion. Okay, very good. All right. So, what happens in Exodus 24 to 33? Something actually very, very interesting. Was passiert jetzt in diesen Kapiteln 24 bis 33? Etwas sehr, sehr Interessantes. Moses receives instructions on the sanctuary. Moses erhält Anweisungen in Bezug auf das Heiligtum. But where does he receive them? Aber wo bekommt er sie? In the mount, right? Auf dem Berg, nicht wahr? And what does he do? How does he get there? Und wie kommt er dorthin? What do you do? Was sagt ihr? Well, think about it. How does the Bible describe? It's in Exodus. Lass uns einmal darüber nachdenken. Wie beschreibt die Bibel das? 24. In 2. Mose 24. Moses is called. Mose wird gerufen. Up. Er wird nach oben gerufen. Er wird gerufen, hinaufzukommen. Now, can someone describe to me how he was called up, or what was the visual effect of Moses being called up? Kann das jemand mal beschreiben, wie er berufen wurde? Was war der sichtbare Effekt dessen, dass er dort hinaufgerufen wurde? A what? His face was shining. Okay. Sein Gesicht strahlte. But no, something else happened. Aber etwas anderes geschah. His face was shining when he. Sein Gesicht leuchtete, als er zurückkam. Aber wie war es, als er nach oben ging? Flash and thunder. Flash and thunder, okay. Blitz und Donner. Something else of nature. Etwas anderes in der Natur. He said earthquake. What? A cloud. Eine Wolke. A cloud received Moses out of their sight. Eine Wolke nahm Mose auf und er entschwand ihren Augen, ihren Blicken. Was war das? Ascension.
to heaven. There you go. Genau, die Himmelfahrt. Moses ascends. Moses steigt auf. The Bible says that nach oben, sozusagen. A cloud covered him as he ascended. Und die Bibel spricht davon, dass eine Wolke ihn umgab, während er nach oben stieg. Is there a parallel? Gibt es da eine Parallele? Jesus steigt hoch in der Wolke. A cloud receives him out of their sight. Eine Wolke umgibt ihn und er entschwindet so ihren Blicken. Now, watch this. Jetzt mal Folgendes. From chapter 24, von Kapitel 24 an, to chapter 32, bis Kapitel 32, Moses is up in the mount. Ist Mose oben auf dem Berg. The people below, das Volk unten, begin to say to themselves, fangen an zu sich selbst zu sagen, wow. He sure is taking a long time to come back. Das dauert wirklich lange, bis er zurückkommt. Well, let's see. So, jetzt sehen wir mal weiter. While he's gone, während er dort weg ist, why don't we change our worship style a little bit? Warum sollten wir unseren Anbetungsstil nicht ein bisschen ändern? We're still dedicated to God. Wir sind immer noch Gott geweiht. They said today is a feast unto the Lord. So we're still dedicated to God. Das heißt, sie sagen, heute ist ein Fest des Herrn. Das heißt, sie beten immer noch Gott an. But let's change the way we do things. Aber wir ändern mal die Art und Weise, wie wir das machen. We're basically looking at in these chapters the apostasy of the church after Jesus ascended to heaven. Das heißt, was wir im Prinzip in diesen Kapiteln sehen, ist der Abfall der Gemeinde Gottes, nachdem Jesus zum Himmel gefahren ist. Now here's something interesting. Hier ist etwas ganz Interessantes. In Exodus 33, in Kapitel 33, Moses comes. Kommt Mose herunter. And when he comes, we know that there was one group of people that did not participate in the apostasy. Und wir wissen, dass in dem Moment, als er vom Berg herunterkam, es eine Gruppe von Menschen gab, die an diesem Abfall nicht beteiligt waren. Who were they? Wer waren die? The Levites. Die Leviten. As a result of their not participating in the apostasy. Und als Folge dessen, dass sie sich an diesem Abfall nicht beteiligt hatten, what are they blessed with? Was ist der Segen, den sie erhalten? The priesthood. The what? The priesthood. Oh, ja, okay. Als Segen dafür, als Belohnung dafür, sind sie mit dem Priesteramt gesegnet worden. Check this out. There are two ways we can go with this. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, in welche Richtung wir uns bewegen. I have a question for you. Ich habe eine Frage für euch. Is there a time? Gibt es einen Zeitpunkt? That the Bible says that Jesus came somewhere. Von dem die Bibel sagt, dass Jesus an einem bestimmten Punkt gekommen ist. After the apostasy of the dark ages. Nach diesem Abfall des dunklen Mittelalters. Where? Wohin? 1844. Check this out. Guckt euch das genau an. I have to step away from her so I don't hit her in my excitement. Ich muss ein bisschen weggehen hier, sonst schlage ich sie. You see, the Bible says that in 1844 Jesus came. Die Bibel sagt, dass also 1844 Jesus gekommen ist. To the most holy place, if you will. In das Allerheiligste, wenn wir es so nennen wollen. Now remember, the people on earth thought that Jesus was what? Jetzt erinnert euch, die Leute dachten, dass Jesus wo war? Going to come. Dass Jesus bald kommen sollte. In a literal sense to the earth. Zurück auf die Erde in einer buchstäblichen Form. Check this out. Aber jetzt guckt euch Folgendes an. In 1844. 1844.
And the years leading up to that, the Dark Ages. Und in den Jahren, die zu diesem, auf diesen Zeitpunkt hinführten, also das dunkle Mittelalter, the people were in apostasy. War das Volk im Abfall. But by 1844, aber um das Jahr 1844, there was a group of people, gab es eine Gruppe von Menschen, who refused to participate in the apostasy of the other churches. Die sich weigerten, Anteil zu haben, mitzumachen mit dem Abfall der anderen Kirchen. Guess what God blessed them with? Und jetzt ratet mal, womit Gott sie dafür belohnte und segnete. The priesthood. Das Priestertum. The sanctuary. Das Heiligtum. Beloved. Meine Lieben. You are the Levites. Ihr seid die Leviten. The last day Levites. Die Leviten der letzten Tage. Of God. Die Leviten der letzten Tage Gottes. Amen. You're no longer Germans. If you're German, it's ihr over. Ihr seid keine Deutschen mehr. Ihr habt es geschafft. Back. Now let's see who else I can win over. Oh boy. You know I'm just playing with you guys, right? Praise ihr wisst, God. Ich mache nur praise Spaß. God. Praise God. Do you see this? Könnt ihr das sehen? Könnt ihr das erkennen? Beloved, the word of God is divinely designed. Meine Lieben, das Wort Gottes ist wirklich göttlich entworfen und inspiriert. Das Design ist von Gott. By the way, the other way we can look at this, übrigens, die andere Art und Weise, wie wir dieses betrachten können, is that when Jesus literally comes again, ist das, wenn Jesus buchstäblich wiederkommt, his people enter heaven to serve 1,000 years as priests. Sein Volk in den Himmel eingehen wird, um 1,000 Jahre lang als Priester zu dienen. Amen? Ja? And the book ends Exodus 40, und das Buch endet dann im Kapitel 35 to 40, bis 40, end with the completion of the temple, mit der Vollendung des Tempels, and the glory of God inhabiting that temple, und wie die Herrlichkeit Gottes Besitz nimmt und Wohnung macht in diesem Tempel. When the work of God is finished on this earth, wenn das Werk Gottes auf dieser Erde beendet ist, Jesus will come again, wird Jesus wiederkommen, to receive his people, um sein Volk in Empfang zu nehmen. Amen. Amen. All right. Very good. That's the book of Exodus. Also sehr gut. Jetzt haben wir das zweite Mose abgehandelt. How much time do we have? Wie viel Zeit haben wir jetzt noch? Let's see. It's half an hour. All right. Also noch eine halbe Stunde. Let's. All right. We'll do the book of Leviticus. Wir machen jetzt dritten Mose. And then we're going to go to 1 Samuel. And we'll wrap it up with 1 Samuel. Is that okay? Und dann machen wir zum Schluss noch 1 Samuel. All right. Okay? So, the book of Leviticus, we're going to go with Leviticus chapters 1 to 7. Also, dritte Mose, Kapitel 1 bis 7. Let's have this group here. Und wir machen diesmal diese Gruppe, Kapitel 1 bis 7. Take 1 to 7, the first two, or the first three or four rows right here. Die ersten drei bis vier Reihen hier, Kapitel 1 bis 7. Let's have Leviticus 8 and 9 right here. Und Kapitel 8 und 9 macht ihr hier vorne. Okay, first two rows. Die ersten beiden Reihen. Leviticus 8 and 9. Leviticus 10. That group right there. Die Gruppe dort hinten, ihr macht bitte 3. Mose 10. Okay, let's go with Leviticus 11. You guys right there? Und ihr dort hinten macht Kapitel 11. Leviticus 11. Over there, Leviticus 12 to 15. Und die Gruppe dort hinten, Kapitel 12 bis 15. All right, let's go with the back rows for Leviticus 16 and 17. Also die beiden Gruppen eben, das war mehr der mittlere Bereich und die hinteren Reihen, say it again. Leviticus 16 and 17. Wir machen dann noch Kapitel 16 und 17. Okay. Let's go over here, middle rows. Und jetzt hier die mittleren Reihen in dem Bereich. 18 to 22. Kapitel 18 bis 22. Let's see. All right. Let's go with the back group over there. Und die letzte Gruppe macht? 23. Kapitel 23. 23. Also nur ein Kapitel, einfach. The back row, I'm going to give you 24. Also die allerletzte Reihe macht dann noch Kapitel 24. 25. 25.
and 26. Und 26. And you have to look at each of those chapters as separate, okay? Und ihr müsst jedes dieser Kapitel separat anschauen, also nicht als Ganzes, sondern die drei Kapitel separat. All right. When you're looking at Leviticus 26, I want you to focus especially on verse 34 and 35. Also okay? Da hinten, wenn ihr Kapitel 26 macht, schaut euch besonders den Vers 34 und 35 an. Okay. Also, we're going to try to wrap these last ones up quickly because I actually want to get one more book in here if we can. Also, lasst uns das jetzt wirklich schnell zusammenfassen, denn wenn möglich möchte ich hier noch ein Buch einschieben. All right. So, Leviticus 1 through 7. Also, Kapitel 1 bis 7 von 3. Mose. If you just call it out. I think he Leviticus 1 through 7, right? What do you have? Was habt ihr rausgefunden? Okay. They found sacrifices, right? Es ging um Opfer. Okay. So very simple then. Leviticus 1 through 7 is all about the sacrifices. Also ganz einfach, Kapitel 1 bis 7, es geht um die verschiedenen Opfer. So I have a question. Jetzt habe ich eine Frage. Where are we beginning in our shadow form with the book of Leviticus? Wenn wir das jetzt als Schatten sehen, wo fangen wir dort an? An welchem Punkt? Where? In the cross. Das heißt, wir fangen Absolutely. Beim Opfer an, beim Kreuz. So we know das that everything after that. Das heißt, unser Anfangspunkt ist das is Kreuz. Follow chronologically. Wir schauen dann in chronologischer Reihenfolge an die Ereignisse, die darauf folgen. Okay. What happens in 8 and 9? Who's got 8 and 9? Was passiert jetzt in Kapitel 8 und 9? Wer hat okay. das? 8 und 9. Zuerst Mose müsste die Aaron und seine Söhne waschen und ankleiden. Chapter 8 and 9 is about Aaron and his sons, how they're be cleansed okay. and dressed, their robes. Go ahead, you got it. Okay, da, All right. das war alles, dankeschön. So, look at what's happening. Schaut euch an, was dort passiert. In 8 and 9, in Kapitel 8 und 9, you have the organization of the priesthood. Sehen wir, wie die Priesterschaft organisiert wird, aufgebaut wird. All right, so what's our type? What's our shadow? Und was bedeutet das jetzt übertragen, schattenmäßig? Okay, the inauguration of Jesus. Die Einweihung Jesu. Also wir haben die Einweihung der Priester und dann die Einsetzung Jesu in seinen Dienst. As the high priest. Als hoher Priester. But also the inauguration of Aaron's sons. Aber auch die Einsetzung der Söhne Aarons als Priester. Right? That would also be Pfingsten, the church. Pfingsten, wo die Gemeinde eingesetzt wird in ihr Amt. You are a royal nation. Ihr seid das königliche Priestertum. A royal priesthood. Königliche Geschlecht, Peter, der, right? der das königliche Priestertum. Okay. In 1. Petrus. All right. So very good. We have the setting up of God's priesthood on earth. Das heißt, wir sehen hier die Einsetzung des des Priestertums Gottes auf Erden. What happens in chapter 10? Was passiert in Kapitel 10? Aaron's son offers strange fire, they transgress instruction and okay. are judged. Okay. Die Söhne von Aaron opfern hier fremdes Feuer, sie ignorieren die Anweisung Gottes und sie werden gerichtet. So, thank you, you got it. Danke. Look at what's genau. happening in 8, 9 and 10. Schaut euch an, was dort in Kapitel 8 bis 10 geschieht. A priesthood is being set up. Eine Priesterschaft wird eingesetzt. And a priesthood is being removed. Und eine Priesterschaft wird wieder entfernt. Tell me, what comes to mind? Was fällt euch dazu ein? After the death of Christ, nach dem Tod Jesu, was a priesthood set up, wurde eine Priesterschaft eingesetzt. And a priesthood removed. Und eine Priesterschaft entfernt. Who was the removed priesthood? Wer waren diejenigen, die dort als Priester ihren Platz verloren? Israel.
Absolutely. Israel. Very good. Israel. Very good. Sehr gut. All right, so far so good. Now. Also, so weit so gut. What happens in Leviticus 11? Was geschieht jetzt in Kapitel 11? Unclean, clean and unclean food and that we should be holy because God is holy. Okay. Wir gehen uns nochmal auf Deutsch. Reine und unreine Speisen und wir sollen heilig sein, weil Gott heilig ist. Clean and unclean animals. Reine und unreine Tiere. Clean. Does anyone remember any time shortly after Jesus' death? Erinnert irgendjemand sich an eine Zeit kurz nach Jesu Tod, a transition of priesthoods, wo eine Übertragung des Priestertums of anything happening with clean and unclean animals stattfand und wo irgendetwas stattfand mit reinen und unreinen Tieren? What are we talking about? Worüber sprechen wir? Peter's vision. Die Vision von Petrus? There is no difference. Es gibt keinen Unterschied. The gospel is to be taken to all. Das Evangelium soll allen gepredigt werden. We're looking at the shadow. Wir schauen uns jetzt hier den Schatten an. Found in the book of Leviticus. Wir sehen, wie der Schatten dieses Ereignisses in 3. Mose gefunden werden kann. What happens in 12 to 15? Was passiert in Kapiteln 12 bis 15? Ja, wir hatten die Reinigung von Aussatz hauptsächlich. We had the cleansing of leprosy, was auch ein Bild für die Reinigung von Sünde ist. Which is a picture for the cleansing of sin. Okay. Is there something else in Leviticus in those chapters? Gibt's noch was anderes in diesen Kapiteln? Ich habe gerade die nicht dabei. I'll help you. Yeah. Okay, very good. Yeah. Sehr go gut. Ahead. Did you vielleicht jemand anders? Ja. Okay. Wasn't there also a problem in the early church about the blood that they should not eat and about the circumcision? There was also a conflict between the disciples. Gab es nicht auch diesen Konflikt in der Urgemeinde, wo es einmal um Beschneidung ging und um das Essen von Blut unter den Jüngern? For the Gentiles who had become Christians, right, and the Jewish people who wanted to pressure. To nämlich dieser that, Konflikt yeah, zwischen denen, die yeah, aus den Heiden Christen geworden waren und den jüdischen Christen, die versucht haben, dort auszuüben. Yeah, so you're saying that ties back to the clean and unclean, the whole battle between clean and unclean, das heißt, who was unclean. Yeah. Das heißt, wir können das also beziehen auf diese Frage, wer ist rein, wer ist unrein, diese Auseinandersetzung zwischen rein und yeah, unrein. Right. Now I'm gonna yeah, just I'm okay, just gonna because we're now rapidly running out of time. Das heißt, so let me just give it to you. Is that okay? Wir haben jetzt nur sehr, sehr wenig Zeit, deswegen will ich euch das jetzt einfach von hier vorne erzählen. 12 to 15 Kapitel 12 bis 15 covers the law of motherhood. Da geht es um das Gesetz der Mutterschaft and the work of cleansing from leprosy. Und um diese Reinigung von Aussatz. Now think about it. In the New Testament church, jetzt denkt einmal darüber nach, in der neutestamentlichen Gemeinde oder sagen wir mal im Neuen Testament, when we're talking about motherhood, wenn wir über Mutterschaft reden, who are we thinking about? Über wen, an wen denken wir dann? The church. Die Gemeinde. Think carefully. Denkt einmal sorgfältig darüber nach. What does leprosy represent? Wofür steht Aussatz? Sin. Für Sünde. And what is the work of the church? Und was ist dieses das Werk der Gemeinde? To help in the process of cleansing from what? Sin. Die Gemeinde soll unterstützen in diesem Prozess des Reinigens von der Sünde. So look at what's happening. Schaut euch hier an, you have was the passiert. Sacrifice of Christ, wir haben das Opfer Jesu, a transition of the priesthood, eine Übertragung des Priestertums, a removing of a profane priesthood, eine Entfernung eines Priestertums, das abgefallen ist. No distinction between clean and unclean. Keine Unterscheidung mehr zwischen rein und unrein. When it comes to people, in Bezug auf Menschen, the church, die Gemeinde, being commissioned, erhält den Auftrag, participate in the work of cleansing people from their sins. Teilzuhaben an dieser Aufgabe, Menschen von ihren Sündigen zu reinigen. Through the preaching of the gospel. Indem sie das Evangelium verkünden. What comes next? Was kommt jetzt als nächstes? Leviticus 16, Kapitel 16 and 17. Und 17. What does that chapter cover? Worum geht es in diesem Kapitel? Leviticus 16, everyone. 16? The day of atonement. Der große Versöhnungstag. So check it out. Cross of Christ. Also wir haben hier das Kreuz Jesu. Transition of the priesthood. Eine Übertragung des Priestertums. The work of the church in cleansing
or you know, preaching the gospel. Die Aufgabe der Gemeinde, das Evangelium zu verbreiten. The removing of sin. Die Entfernung von Sünde. No difference between clean and unclean. Es gibt nicht mehr diesen Unterschied zwischen rein und unrein. And then the day of atonement. Und dann der große Versöhnungstag. Which we know as the investigative judgment. Den wir auch verstehen als den Beginn des Untersuchungsgerichtes. Here's what happens next. Und was passiert jetzt als nächstes? From 18 to 22. Von 18 Kapitel 18 bis 22. Covers. Geht es darum. Unlawful sexual relationships. Um ungesetzliche geschlechtliche Beziehung. Nicht erlaubte sexuelle Beziehung. It talks about sorcery. Es geht um Zauberei. Witchcraft. Hexerei. And unlawful sexual relationships. Und nicht erlaubte sexuelle Beziehung. Think with me. Jetzt somebody said in the back. Jemand hat da hinten was gesagt? Babylon. Babylon. Mystery Babylon. Das Geheimnis Babylon. Die Mutter von was? Aller Huren. And abominations of the earth. Und der Gräuel der Erde. From Leviticus 18 to 22. Also Kapitel 18 bis 22. Lists everything that God considers an abomination. Wir finden dort alle die Dinge, die Gott als Gräuel ansieht. Isn't that interesting? Ist das nicht interessant? The Book of Leviticus. Das Buch Dritter Mose. That you thought had no rhythm or rhyme. Von dem du gedacht hast, da steht nichts Interessantes drin. Is actually laying out the great controversy. Zeigt uns tatsächlich die Chronologie des großen Kampfes. In chronological order. Or is it that? Look what happens next. Jetzt schaut euch mal an, was als nächstes geschieht. Chapter 23. Kapitel 23. Covers the feast days. Da geht es um die verschiedenen jüdischen right. Feste. Don't get nervous. Jetzt nicht nervös werden. What are the feast days doing? What are they doing? What are they showing Was us? Was ist eigentlich der Sinn dieser Festtage? Was zeigen sie uns? They're a shadow. Sie sind ein Schatten. Of what? Auf was? The entire plan of salvation. Sie sind ein Schatten auf den gesamten Erlösungsplan. In other words, mit anderen Worten, at the end of time, when the investigative judgment is going on, am Ende der Zeit, wenn das Untersuchungsgericht vor sich geht, and the warning of Babylon is going forward, und diese Warnung vor Babylon verkündigt wird, the full gospel of Jesus Christ is also being preached in all the world. Wird auch das vollständige Evangelium von Jesus Christus in der gesamten Welt gepredigt. Check this out. In 25, schaut euch jetzt einmal an, in Kapitel 25, you have the Jubilee. Haben wir der Jubilee? Das Jubeljahr. Can anyone tell me what the Jubilee was about? Könnt ihr mir sagen, worum es ging in dem Jubeljahr, in dem Halbjahr? It was the releasing of all slaves. Es ging darum, dass alle Sklaven entlassen wurden. The people were set free. Das heißt, die Leute wurden befreit. It was a grand celebration. Es war ein großes Fest. Can anyone tell me what the Jubilee? When is the ultimate Jubilee? Kann jemand von euch sagen, wann haben wir das eigentliche Jubeljahr, das letzte Jubeljahr? When Jesus comes again. Wenn Jesus wiederkommt. Check this out. Schaut euch das an. Do you know what Leviticus 26 is about? Und wisst ihr, worum es in Kapitel 26 geht? Leviticus 26 is a curse. Dort geht es um einen Fluch. Here's the curse. Folgender Fluch. Because you did not observe the Sabbath, weil ihr den Sabbat nicht beachtet habt, in your land, in eurem für euer Land, the land will lay desolate. Wird das Land Wüste liegen. What? The 1,000 year millennium, the land lays desolate because guess what? The earth ignored God's Sabbath. Das Millennium, die 1,000 Jahre, wo die Erde wüst sein wird, weil die Welt Gottes Sabbat ignoriert hat. That's the book of Leviticus. Hier haben wir dritten Mose. All right, are you ready for two more books? Zwei weitere Bücher? I'm not even going to break you up. I'm just going to tell you. Is that okay? Wir werden jetzt you write it down. Wir werden das jetzt so machen, dass ihr das nicht erarbeitet, sondern diesmal aus Zeitgründen werde ich euch das einfach präsentieren. All und right. Ihr schreibt mit. The Book of Judges. Wir haben jetzt das Buch Richter. In Judges chapter 1 and 2. In Kapitel 1 und 2. Joshua dies.
stirbt Josua. And Israel goes forward to conquer without a leader. Und Israel schreitet voran, um ihre Siege zu erringen ohne einen Führer. Just as Jesus dies, genau wie bei Jesus, er and stirbt, the early church und die Urgemeinde goes forward preaching the gospel voranschreitet und das Evangelium verkündet, a physical leader. Ohne dass sie einen körperlich anwesenden Führer haben. If you're with me so far, just say amen. Wenn ihr das genauso seht, wenn ihr es verstanden habt, sagt Amen. From 3 to 12, Kapitel 3 bis 12 of the book of Judges, im Buch Richter, you have victories of Israel, haben wir Siege des Volkes Israel, but you also have compromises of Israel. Aber wir sehen auch, wie sie Kompromisse eingehen. Do we see that in the early church? Sehen wir dasselbe in der frühen they Gemeinde? Went forth with victory, sie schreiten voran mit Sieg, but they also compromised. Aber sie gehen auch Kompromisse ein. Are you with me so far? Der gleichen Meinung? Check this out. From 13 to 17. Kapitel 13 bis 17 is the story of Samson and Delilah. Finden wir die Geschichte von Simson und Delilah. The man of God, der Mann Gottes, is seduced. Wird verführt by a harlot. Durch eine Hure. You have the death of Jesus. Wir haben hier den Tod Jesu. The church goes forward. Die Gemeinde geht voran. Without a leader. Ohne den körperlich anwesenden Leiter. They experience victory. Sie erleben Siege. But they also compromise. Aber gleichzeitig gehen sie auch Kompromisse ein. Does a harlot come on the scene? Sehen wir irgendwo eine Hure, die dort im Bild erscheint. To begin to seduce the people of God. Und anfängt, die Leute Gottes, das Volk Gottes zu verführen. Absolutely. Auf jeden Fall. Well, guess what happens? You'll never believe what happens. Aber ratet mal, was dann passiert. Ihr werdet in es Judges nie erraten. Chapter 18. In Kapitel 18, Richter 18. A man by the name of Micah, ein Mann mit Namen Michael, introduces his own new religion. Michael? Micah. Micha, also Micha heißt er, bringt seine eigene Religion herein. And sets up his own priesthood. Und setzt sein eigenes Priestertum ein. I hope you're getting this. Ich hoffe, dass ihr das jetzt verstanden habt. We're looking in the book of Judges at the history of the church. Das heißt, wir sehen hier im Buch Richter die Geschichte der Gemeinde, ihre Kompromisse, die sie eingegangen sind, eine Hure, die auftaucht and introduces und die Einführung priesthood. Eines neuen Priestertums. Have any of you ever read Judges 19 to 21, where the man, his concubine was raped and then they cut up the pieces. Hat irgendjemand von euch schon mal die Kapitel 19 bis 21 in Richter gelesen, wo jemand seine Nebenfrau, wo sie vergewaltigt wird und wo er dann diese Leiche in Stücke stückelt? And Israel gets into this whole war with, you know, they get into a war und with each other. Und er schickt diese Teile überall hin und Israel fängt an, sich gegenseitig zu bekämpfen, die einzelnen Stämme. Habt ihr die Geschichte schon mal gelesen? Have you ever thought, man, those are some crazy chapters. Und habt ihr schon mal gedacht, das ist wirklich eine verrückte Geschichte? I would think that too, man. Also ich habe das genauso gedacht. Chapter. That's crazy. Das ist wirklich verrückt. It's interesting. The Bible says, in that time there was no leader and every man did what was right in his sight. Und die Bibel sagt, damals gab es keinen König, keinen Führer und jeder tat was recht war in seinen eigenen Augen. You know, it was kind of like the Dark Ages or something. Das ist so ein bisschen wie das dunkle Mittelalter. It was just chaotic. Einfach nur Chaos. No order. Keine Ordnung. Chaos. Chaos. You realize, guys, that as the harlot comes in and begins to dominate, it brings on a time of chaos. Das heißt, known as the Dark Ages. Wir sehen hier in dem Moment, wo die Hure auftaucht und anfängt, alles zu beherrschen, dass ein Chaos entsteht, das wir als das dunkle Mittelalter kennen. The book actually ends in a chaotic state. Und das Buch endet mit einer Beschreibung eines einfach chaotischen Zustandes. Now, I wasn't gonna do this.
Das wollte ich jetzt eigentlich nicht tun. But I'm going to do it now. Aber trotzdem werde ich es machen. Do you know what book comes after? Wisst ihr, welches Buch nach? What book comes after Judges? Ein Richter kommt. Welches Buch? Ruth. Ruth. Do you realize? Seht ihr? That the book of Ruth. Ist euch klar, dass das Buch Ruth is about two Gentile women von zwei heidnischen Frauen handelt. One who says, von denen eine sagt, I'm going to serve the God of my Hebrew mother. Ich will dem Gott meiner hebräischen Mutter dienen. The other who says, und die andere Frau sagt, I will not serve that God. Ich will nicht diesem Gott dienen. A woman. Eine Frau comes upon the scene. Erscheint auf der Bildfläche and says, I am going to go and serve the God of Israel. Und sagt, ich werde gehen und dem Gott Israels dienen. Is there a woman that comes upon the scene? Gibt es eine Frau, die auf der Bildfläche erscheint? After the chaos of the dark ages. Nach dem Chaos des dunklen Mittelalters. Who says, I will serve the God of the Hebrew mother-in-law. Die sagt, ich will dem Gott der hebräischen Schwiegermutter dienen. German excitement. Die deutsche Begeisterung. Beloved. Meine Lieben. We're going to close it off right here. We're out of time, right? Wir werden jetzt an dieser Stelle Schluss machen. Unsere Zeit ist abgelaufen. Right have you been blessed? War das ein Segen für euch? Are you excited? Seid ihr begeistert? Praise God. Lob Gott. For his word. Für sein Wort. The Bible is divinely designed. Die Bibel ist wirklich ein Entwurf Gottes. If you found this in one place, wenn ihr etwas an einer Stelle findet, it might be an accident. Dann, wenn ihr das nur einmal seht, dann kann das einfach nur Zufall sein. But when you find it over and over again in the scripture, aber wenn ihr dieses Prinzip immer wieder und immer wieder in der Bibel sehen könnt, you know that it is divinely designed. Dann wisst ihr, dass es von Gott so dort hineingelegt wurde. It's my prayer. Es ist mein Gebet. That you will hunger for the word of God. Dass ihr einen Hunger bekommt nach dem Wort Gottes. That you will find a new excitement in the word of God. Dass ihr neue Begeisterung findet beim Lesen des Wortes Gottes. Bring about a revival. Und dass das dazu führt, dass wir eine Erweckung erleben. Here in Germany. Hier in Deutschland. May God bless you as you continue. Möge Gott euch segnen. To study his word. Wenn ihr jetzt weiter sein Wort studieren werdet. Stand with me, please, if you will. Und wir wollen aufstehen zu einem letzten Gebet. Heavenly Father. Unser himmlischer Vater. Thank you for your beautiful and rich word. Danke für dein wunderschönes und reiches Wort. Thank you, Lord, for giving us eyes to see. Danke, Herr, dass du uns Augen zum Sehen gegeben hast. Father, show us a revelation of Jesus. Vater, zeige uns eine Offenbarung Jesu. As you show the disciples on the road to Emmaus. So wie du sie den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus gegeben hast. May our hearts burn within us. Mögen unsere Herzen in uns brennen. As you walk with us by the way. Wenn du uns begleitest auf diesem Weg. Showing us all things and new. Und uns alle die Dinge zeigst, alt und neu. From the precious word of God. Die in deinem Wort, in dem kostbaren Wort enthalten sind. In Jesus' precious name we pray. Und wir beten in Jesu kostbarem Namen. Amen. Amen.